Mein Vater sagte mir mal, jemand wirst du mal einen ganz großen Elfmeter halten. Borussia Dortmund gegen Bayern München. Aber es ist nicht irgendein Aufeinandertreffen der beiden deutschen Fußballgiganten. Es ist ein Mittwochabend, es ist der 11. April 2012. Ja, die Anspannung war immer sehr groß. Also erstens wussten wir, okay, es geht um die Meisterschaft. Zweitens natürlich, gegen die Bayern wird sie sich auch selbst als Mannschaft beweisen. Der Vorsprung von Tabellenführer Borussia Dortmund auf seinen Verfolger FC Bayern ist in den jüngsten Wochen von 7 auf 3 Punkte zusammengeschmolzen. Am 30. Spieltag kommt es zum Showdown im Signal Iduna Park. Sein Standardsatz war, wir gehen jetzt raus und hauen die weg, und den haben wir dann auch umgesetzt. Es war schon angespannt, weil es schon wichtige Jahre auch für Borussia Dortmund waren. Und wir hatten einfach in diesen Jahren die Nase vorn. Und das spürten auch die Bayern, und damit können sie nicht umgehen. Und dann werden sie natürlich auch richtig auch giftig. Eigentlich hätte ich ganz wegbleiben sollen. Aber dafür war es einfach zu eng, und ich bin zwar hin mit der Hand, weil ich auch Sorge hatte, dass er noch um die Ecke schießen kann, aber es war schon so, dass er einfädeln konnte. Das ist auf jeden Fall eine Schwalbe, ich habe ihn nicht von den Beinen geholt, das sage ich ganz klar, aber trotz allem kommt es vielleicht minimal vielleicht auch schon zum Körperkontakt, und dann ist es hinterher immer Auslegungssache. Ja, die Psychospielchen fangen ja eigentlich viel früher auch im Vorfeld an. Zu vorstellen, dass ich schaue mir alle Elfmeter von Arjen an, und umgekehrt weiß er genau, was ich in so einer Elfmetersituation mache. Das heißt, man hat natürlich im Kopf immer den Dialog mit ihm dann auch, zeitgleich in den Augen, ja, was denkt der, was denke ich? So, nimmt er seine starke Seite, nimmt er die schwache Seite, kann man ihn beeinflussen, möglichst lange stehen bleiben, war klar bei Arjen, ansonsten zieht er auf die andere Ecke, und dann ist es natürlich schon auch ein richtiges Psychospiel. Ne? Abendspiel, auf geht's, der Atmosphäre, und dann war das kurz vor Schluss der gehaltene Elfmeter von Roman. Ja, großer Moment, wichtiger Moment auch für Roman, erinnere ich mich natürlich super, super gerne dran. Ich war vorher eigentlich bekannt als Elfmeterkiller, und mein Vater sagte mir mal, jemand wirst du mal einen ganz großen Elfmeter halten. Und der kam dann in dem Moment, und ich habe den Ball sogar festgehalten, und es gibt natürlich für heute nichts Schöneres. Aber ich konnte es in dem Moment eigentlich nicht glauben, dass ich eigentlich genau auf dem richtigen Weg in die richtige Ecke bin, und sehe halt eben den Ball immer näher zu mir kommen. Und es war natürlich ein mega Gefühl, und hat mich natürlich super gefreut, war auch froh, dass ich hinter drauf lag, und das ganze Stadion explodierte eben. Es war ein mega lauter, einfach Lärmpegel. Und die Jungs kamen alle zu mir gerannt, es hat unheimlich viel Spaß gemacht, war sehr stolz in der Situation natürlich auch, und war einfach ein toller Moment. Danach ein emotionaler Auftritt, auch noch von Neven, der im Pulk war, und wir wussten natürlich, dass dieses Spiel, dieser Moment uns in Richtung Meisterschaft einen deutlichen Schritt näher bringt. Ich habe es so laut noch nie erlebt gehabt in dem Stadion, aber das war einfach gigantisch. Und Neven hat natürlich auch seine Freude irgendwo kundgetan. Ich glaube, dass er auch gespürt hat, dass Arjen den Elfmeter unbedingt haben wollte, dass er ihn auch rausgeholt hat, eine Schwalbe provoziert hat, und dementsprechend wollte er ihm einfach nochmal ein, zwei Sätze dazu sagen. Wir hatten erstens die Gier, wir hatten den Ehrgeiz, die Bayern zu schlagen gehabt, und wir hatten dann auch zum richtigen Zeitpunkt auch das Quäntchen Glück auf unserer Seite. Wir hatten ein fantastisches Mannschaftsgefühl gehabt, Teamgeist von der ersten Minute an, nicht ansatzweise Neid, die Gier war da, Titel zu gewinnen, jeder war für den anderen da und jeder wollte dem anderen den Fehler ausbügeln, und das war einfach das Spezielle in dieser Zeit. Ich will mal das Bayern-Spiel schon dazu zählen, dass es das Spiel meines Lebens ist, weil
ich will mal sagen, wir haben da Großes geleistet gemeinsam. Das war der richtige Dreier, der ganz wichtige Dreier auch in Richtung auch der Meisterschaft. Damit war eigentlich klar, dass wir uneinholbar waren. Und von daher war es für mich natürlich ein ganz wichtiges emotionales Erlebnis, gerade dann auch im Hinblick auf den Elfmeter, den zu halten. Und dementsprechend war natürlich klar, dass wir als Sieger vom Platz gehen.